Moin. Oh, ich bring mal Müll weg. Montagmorgen. Fängt mit Müll an. So ist es. Aber was soll man machen? Kurz nach 8. Der Türknopf ist abgefallen von der Haustür. Jetzt schalte mal, ob ich den wieder reinkriege. Uralt, 100 Jahre lang hat er gewackelt. Ne, jeden Tag jetzt, gestern ist er abgefallen oder so. Schraubenzieher brauchen wir. Na und vermutlich Spitzzange oder. Oder Kombizange. Gucken wir mal. Super. Der Durchmesser muss größer sein. Schlossscheibe. Fertig. Also lob ich mir das. Ich komme nach Hause, das riecht nach Kaffee. So muss das sein. Frühen Morgen. Guten Morgen, Kaffee. Na, Weib und Hausfrau. Wie geht's dir? Hey, Putzelbär. Hab schon eine Reparatur gemacht. Ich hab schon gehört. Ja. Schon den Knauf angebracht wieder. Mit ein bisschen Verstärkung, damit es auch hält, weil der konnte gar nicht halten, aber. Ein Gegenstück? Genau, da war Spiel. Er ist ja wahrscheinlich auch schon 100 Jahre da dran. Kaum die Schrauben aufgekriegt. Kurz den Kaffee da umfüllen. Ach Mensch. Halt auf dem Frühstückstisch. Hm? Hallo. Morgen. Du bist noch müde, ne? Du bist noch müde. Tada! Mit dem Mann.
überhaupt sagen? Ich bin ja das voll. Das ist das Problem. Das mache ich ja jetzt gleich. Das ist das Problem, ne? Du bist ja kein Windelschiss. Also, wenn sie nicht gerade richtig doll Hunger hat, finde ich es schön, wenn man sie wickelt. Tada! Was ist das? Mörder schon! Du hast da total gekleckst an der Seite. Ich weiß. Alles voll mitgepackt. Mörderschaum heute zum Frühstück. Ist ja auch satt werden. Satt ist die satt am Schaum. Es gibt nicht die haltvollere als Schaum. Ah, jo, der Schaum. Und gut, Froschi. Simon hat sich anscheinend den Fuß verletzt jetzt im Urlaub. Ach Gott. Was macht der denn? Der ist ausgerutscht am Wasser. Fußbilder sind modern. Hau ab. Hau ab. Du wirst anders. Ja, der Film war eigentlich gut gestern, ne? Aber ja, der Schluss hat es leider kaputt gemacht. Fand ich auch tragisch, wie sie da im Auto dann gestorben ist, ne? Das war ihr Todesdatum. Ja, das fand ich auch heftig. Wo man es ja dann schon wusste, okay, das kann jetzt nicht gut ausgehen. So, Mensch, ich muss runter. Oh, Scheiße. Ach, Mais. Bis später. Wir sehen uns ja gleich. Moin. Ja, bitte. Rein. Haben Sie den gebrauchte? Haben wir auch, ja. Allerdings die günstig gebrauchten. Na, ich hatte eins. Das wäre hier so ein. Wäre sowas hier. Kann jeder fahren. Kosten 100er. Das ist eigentlich wie neu. Ist zwei, dreimal gefahren worden. Ja. So, das wäre halt eins, was man auch mal mitnehmen kann. Oder? Also nicht bei dem Preis. Also Schlösser, natürlich haben wir Schlösser da, aber eben Schlösser haben wir ab. Du wolltest günstig, das ist gerade 30 Euro. Super. Ja, die müssen ja auch mal drauf. Also, so diese Geschenkbänder haben wir nicht zu sagen. Aber die gibt es ja hier in diesem Billigläden. Bloß dann habt ihr das Rad echt nicht lange. Wie bitte? Dann habt ihr das Rad ja auch nicht lange. Ja, ich meine, wenn das so klein ist, dann das passt ja in mein Auto. Ja, das kannst du ja falten. Das ist ja kein Problem. Das kann man auch falten? Ja. Ich kann falten. Und die Reifen sind auch gefunden. Ja, schön. Ja. Ich hatte eine Kommission von einem Kunden, der gesagt, dem ist das zu klein. Ja. Na, und der ist einmal fahren, zweimal fahren vielleicht oder so und meinte, hey, geht nicht. Das ist nicht gut für seine Kniescheiben. Das hat ja verständlich ist bei der Größe. Das ist das Einzige, ja? Oder also das Einzige, was in dem Preisbereich ist. Ansonsten sind ja die Räder auch ab 300, knapp 280, nee. 300 aufwärts. Ja, nee, so ja, teuer soll deswegen. Das nicht sein. Naja, und nach 3 Monaten kann er Ding immer noch verkaufen. 80 Euro kriegt er locker und dann hat er im Grunde noch 20 Euro Mietgebühr bezahlt. Aber ja, weißt du? Ja. Kann man ja auch, oder man lässt es halt. Würden Sie das wieder kaufen? Als, oder nee, ich nicht, weil ich vermiete. Nee, nochmal, also ich würde es dir, da würde ich dir ja, kaum mal fehlen. Für mich ist das dann abgeschrieben. Gerade in 3 Monaten ja ist die Saison um, dann machen wir sowieso. Ach erstmal so zu über den Winter.
Das macht für mich keinen Sinn. Und zumal es ein Kundenrad in Kommission ist. Also ich habe da die 100 Euro hin direkt zum Kunden und das war's. Also ich habe davon ja nicht. Ja, deswegen. Erstmal probieren vielleicht. Ja, wenn das, ja, wenn klar, das möglich ist. Ja, klar. Kann er das probieren, ne? Ja, klar, logisch. Jetzt mal raus, man muss doch nicht blind kaufen. Jo Mensch, der Tag fängt dir gut an. Oka, dein Rad ist verkauft. Kannst du Kohle abholen, sozusagen. Also wenn du Bock hast, kommst du rum. Ein Huni hat sie gebracht jetzt, mit ein bisschen Überredungskunst. Er war sich ein bisschen unsicher, ob es nicht für Frauen ist jetzt. Aber immer so, oh, ist nicht doch für Frauen. Ein Unisex, Unisex. Also. Hast du wieder 100 dafür andere Projekte, die du dann verwirklichen magst? 100 Euro. Der frühen Morgen so, schnell entschlossen so. Ah, naja, er braucht ein Rad. Hm, 3 Wochen ist er da. Ja oder nee? Ja oder nee? Wo habe ich überhaupt mein Geld? Ja, nee, mitgenommen. Fantastisch. Dann hink noch mal kurz nach oben, hol mein Geld. Mein Portemonnaie sozusagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier unten. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin ganz glücklich. Ich habe meine alten Schuhe völlig ausgelatscht. Alte Schuhe sind gut, halbes Jahr sind sie alt. Aber in Dauerbeanspruchung, jeden Tag, habe ich gegen ein neues Paar gerade eingetauscht. Brandneu, frisch aus der Packung. Ja, ich kann es nicht lassen. Das ist das einzige Modell, was mir steht, was ich gut finde, was ich toll finde. Es ist von Vans. Also ich will jetzt nicht hier irgendwie Werbung machen oder so. Aber Vans Schuhgröße, die kann man nicht mehr noch sehen. Wa? Wo steht denn das? Steht hier überhaupt eine Größe drin? Ne? Ja, hier, ne? 14. Also eine 48. Weil die sind noch ein bisschen, die latschen sich da noch ein bisschen aus, wie man sieht. Also wenn man die so vergleicht. Ne? Also. Mal wie eng der hier vorne noch ist und wie weit der da vorne schon ist. Das ist ja schon Wahnsinn. Also sie sind echt in starker Beanspruchung und die haben es jetzt wieder hinter sich. Die waren mal 80 Euro so, und jetzt sind sie 60 mittlerweile, im Sale manchmal sogar 40. Wie sowas funktioniert, unglaublich. Fakt ist, wie gesagt, die habe ich jetzt 60 Euro kosten sie und halten ein halbes Jahr. Also 3-4 Monate Saison halten die so durch. Sind halt Skaterschuhe, keine Arbeitsschuhe eigentlich, aber die sind so bequem. Ich habe so einen breiten Fuß, ich kann keine anderen Schuhe tragen. Gut, jetzt schaue ich mal nach so einem Dübel. Das ist ja eine Frechheit, Alter. Jetzt kommt hier eine Stammkundin von mir. Die kommt hier an, jetzt ist ja total peinlich, sagt sie. Sie ist irgendwie dreimal am Rücken operiert worden und deswegen hat sie sich jetzt mal dazu entschlossen, ein neues Rad zu kaufen. Und peinlich ist es ihr, weil sie es wahrscheinlich nicht bei mir gekauft hat, sondern was mir auch lieb ist, Neuräder habe ich eh nicht im Programm, müsste ich extra bestellen. Das muss nicht sein. Und es sind auch keine guten Räder meist. Nun hat sie sich bei Stadler ein Rad gekauft. Ne? Ist damit todunglücklich. Hat sie gerade gekauft. Und ist damit 2 Tage jetzt gefahren. Und hat es probiert und hat Rückenschmerzen. Es geht nicht. Sie kann das Rad nicht benutzen. Hat bei Stadler angerufen und meint aus gesundheitlichen Gründen, sie würde es gerne zurückgeben, umtauschen. Sagen sie, ja, nur gegen Ware oder Geld. Oder nur gegen Ware oder Warengutschein. Keine Barauszahlung mehr. Sie hat es bar bezahlt, keine Barauszahlung. Nee, da ist da, Geld bleibt drin im Laden. Das finde ich persönlich, finde ich das frech. Stadler schreibt drauf, keine Rückgabe reduzierter Ware.
Das schreiben sie auf. Nun machen sie aber jede Teil, reduzieren sie um 10 Euro. Wenn es nur 10 Euro sind, das ist eine reduzierte Ware sozusagen. Wenn sie ein Rad für 3000 Euro irgendwie haben und reduzieren es um 100 Euro, ist das eine reduzierte Ware. Können sie, also das ist immer so schwierig, ne? Also irgendwie. Man müsste sich das vorab tatsächlich schriftlich einräumen lassen, vielleicht gerade in solchen Fällen. Also achtet da bitte drauf, solltet ihr doch mal bei Stadler irgendwie ein Rad kaufen wollen und ihr seid euch nicht 100% sicher, ob oder wieder was, versucht rauszuhandeln, zwar schriftlich festzuhalten, dass ihr das vielleicht mal 2 Tage borgen könnt, leihen könnt. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, Stadler ist ein Riese, dass der sowas auch verleiht gegen eine gewisse Gebühr oder sowas. Dass oder mal sagt, eine Nutzungsgebühr für ein Vorführmodell, dass ihr euch ein Vorführmodell leihen könnt. Nicht unbedingt das Neurad davon, aber die haben ja alles als Vorführmodell da. Und mindestens einmal, manchmal 10-mal, manchmal 20-mal so, ja. Und dass ihr euch das dann leihen könnt und sagen könnt, okay, das kaufe ich oder kaufe ich nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und wenn sie dann 20 Euro dafür nehmen, für einen Tag oder zwei Tage, ist das doch völlig in Ordnung. Vielleicht machen sie das, ja. Bei Umtausch reduzierter Ware geht nicht und bei Stadler ist meines Erachtens immer alles reduziert. Also da findet ihr, glaube ich, nicht ein Teil, was irgendwie, wo nicht drauf steht, bei uns nur so und so viel. Weil es ist reduziert gegenüber dem UVP. Es ist alles reduziert eigentlich. Jede Sattelstütze, jeder Furz ist ein bisschen billiger bei Stadler. Na, und damit haben sie natürlich das Recht, das nicht umtauschen zu müssen oder Bargeld auszahlen zu müssen, sondern eben nur direkt gegen Ware umtauschen oder eben einen Warengutschein. Ja, aber finde ich natürlich trotzdem frech. Können sie machen, in dem Fall ist ja wirklich, na gut, man weiß es natürlich nicht, da kann ja jeder wieder ankommen und so, aber als Riese, der Millionenumsätze macht, fährt. Schade. Ja, du bleibst bei mir hängen. Ich hab's jetzt hier. Ich hab zu ihr gesagt, naja, gut, okay, komm vorbei. Ich verkauf dir das Rad und so. Und ist ja die Originalrechnung dabei, 3 Tage alt. Das soll ich machen. Ist das eine Rad in Kommission, das ist verkauft? Da bin ich ganz froh drüber. Da kommt das nächste in Kommission drin. Mal fragen, was sie dafür haben will, ob das der neue Preis sein muss oder ob das dann auch 10, 20 Euro weniger sein dürfen, weil dann, weil zum Neupreis holt sich jeder das bei Stadler. Da holt sich das keiner bei mir. Kauft das mir keiner ab. Aber sie alle gucken, oh, was ist denn das für ein Rad? Oh, kostet ja gerade nur mal so und so viel bei Stadler und ich habe jetzt den Rotleichen bezahlt. Hm. Schwierig, Mann. Warum ist denn das doch so billig? Wirklich 209 Euro. Alter, wirklich so ein Scheiß. 209 Euro. Für ein Neurad. Das ist wirklich nichts. Naja, wie auch immer. Ich habe das Geld nicht, um mir das bar auszuzahlen, weil ich wollte ja auch bei Stadler kein Rad kaufen, deswegen musste das in Kommission nehmen. Ärgert mich so ein bisschen schon. Schönen Leichenauftrag habe ich jetzt hier. Oh, und die Reifen sind weg, ey. Halt entsorgt. Gott sei Dank, die alten Reifen sind weg. Sieht nicht mehr so müllig aus vom Haus. Ich freue mich total. Hier, er hat schon verzweifelt versucht. Hat er gesagt, den dritten oder vierten Schlauch hat er schon geschrottet. Mit den Reifen jeweils. Er macht die alle kaputt. Passt nicht auf die Felge. Ich sage, ich mache das ja mal ohne Werkzeug. Mal gucken, ob ich meinen Mund zu voll genommen habe. Weil, naja, das ist schon straff hier. Mal gucken. Mal gucken. Genau, zack, ruf, fertig. Perfekt. Da freue ich mich. Schöner Auftrag. 3 Stück davon. Wie viel Luftdruck hätte er denn? Ja, da haben wir mal 6 drauf erstmal. Wahnsinn! So, dann machen wir das noch schnell hier. Die anderen Bienen auch fertig. Faltreifen. Faltreifen.
glaube, das ist hier schwerer als der andere. Challenge Strada Bianca. Pro Series. Also ich versuche es mal mit der Hand, den aufzuziehen, ja, den Challenge Strada Bianca. Ich versuche es einfach mal. Die eine Seite haben wir schon aufgezogen. Schieben wir den rüber, hier bis an den Rand ran, so wie hier. Ganz ehrlich, den finde ich schwieriger hier. Echt ohne Werkzeug aufkriege. Habt ihr gehört? Boah, ey, meine Fresse, das ist die Aufgabe. Das ist die Challenge. Deswegen Challenge Strada Bianca. Yay. Nicht so das andere Ding. Das Ding. Boah. Den muss ich erstmal aufkriegen. Mann. Keine Chance, ey. Als Privater, der nicht täglich irgendwie mit Reifen zu tun hat, der ist ja kaputt. Ja, jetzt sind wir auf den Reifen. Wenn du da eben besitzt, dann ist alles ganz einfach.
So, den hat er mir jetzt gebracht hier. Hauptsache er ist noch gut. Mensch, ist kaputt. Oh Mann, ey. Cool. Ja, das geht nicht. Ich baue den ein und dann ist das im Arsch. Wenn der noch zischt, dann ein Arschlauch. So. Sebe, zisch nicht. Den Tier war kaputt. Spezielle Heber für so eine Felge, aber die sind so empfindlich. Ey, so ein feines Aluminium. Aber die sind bestimmt auch schnell platt, oder? Ne, die haben eine Pannenschutzanlage, deswegen ist das ja so steif hier oben. Und beult sich nicht wie die andere Linie. So, ne, hast du ja einfach in den Schlauch drin, ohne quetschen. Uiuiui. Mann, ich will ihn nicht rollen. Ich könnte den jetzt rüber rollen, aber. Mami, 1, 2, 3, 4. Das ist. Ja, jetzt muss
Letztes Stück. Wenn ich den so umschlage, ist nicht gut. Challenge! Fertig. Habe ich bitte auch? Reifen. Habe ich bitte auch gemacht? Ich nehme auch Na, guck mal, was wir für Lenker haben, die so ähnlich sind wie der. Oh, hast du gesehen? Das hätte ich ein Fahrrad verkauft. Weiß ich nicht. Weiß natürlich nicht, ob der wiederkommt. Leute sagen ja immer viel. Aber ich sage auch nur, es sieht so aus. Ich baue schon mal den Sattel rauf. Und zwar auch noch eins von den Rädern, die ich. War ich den hier? Das ist nicht 4-5 Jahre her, das ist viel länger her. Vor 6-7 Jahren gebaut habe. Mal gucken. Kriegt ihr jetzt eine Stadt? Statt diesem wundervollen Brucksattel möchte er diebstahltechnisch gesehen lieber den haben. Lieber den statt den. Ist verständlich. Mach ich einfach. Ist ja auch gut. Kette von dem Einarmigen. Sit. Das ist einarmig. Deswegen fährt mit einem Arm Fahrrad. Deswegen hat er beide Bremsen hier. Auf der Seite, ja. Und hier nichts. Kann nichts machen. Schaltung auch hier auf der Seite. Irgendwie scheint er zu funktionieren. Er kommt damit klar. Seine Kette ist gerissen. Der ganze Antrieb ist durch. Der ganze Rad ist durch. X-förmig. Das wird schwierig. Oh, wow, das Stahler Billigrad ist verkauft. Ist ja ein Ding. Da steht auf der Verpackung IKEA drauf. Von dem Fahrradständer. Fahrradgepäckträger.
Eieiei. Verkauft. Innerhalb von Sekunden. Tür vermutlich. Mhm. Also angezahlt hat er schon. Er wollte aber noch Schutzfläche. Er hat gesagt, naja, er brauchte. Ja, will ich haben. Mhm. Ey, 14er? Das ist nicht so. Unten, na, die, unten in der Beschreibung finden Sie den Link zur Spendenaufrufkampagne dieses Herrn Müller. Fünffacher Vater, viermal ungewollt. Nee? Scheiße, das hängt jetzt in die Hose. Okay, nee, warte mal, fangen wir mal von vorne an. Guten Tag, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Also jetzt hätte man, der Akku ist alle! Ah, ah, okay, dann ich hab zu tun, Alex, wirklich. Das ist, als wenn bei euch im Laden so einer rinkommt, der so abgeht. Ich hab also, schmeißt deine Chefin richtig. Das schepperte und durch die Windschutzscheibe raus, durch die Klatterte nur so als. Du musst mich arbeiten lassen, bitte. Ja, okay, ey, damit Flugzeug kapern und ins neue World Trade Center. Das sind neue World Trade Center. Es gibt kein World. One World. Hier, du kannst One deine World. Show machen. Mach die Alex Show. Die Show, die Alex Show. Hier. Hip, the rip. Nee, komm, ja, ey, der Mann hat zu tun hier. Komm auf. Hier, dann nimm. Vor allem, du hältst den Show. Typen oder was, wo soll ich wohin mitnehmen? Ja, das reicht schon, dass er mich. Es gibt doch wieder ein Legal Notice hier. Also. Ich muss ihn schon mal holen. Ja, Schlauch. Wird schlaucht. Achso, wie sieht's denn aus mit der Figurenwanderer? Nein, hallo, was für ihn? Brauche mehr Details. Was bauen wir den an die Bauscheibe ein? Was hierfür? So ein Reifen war da drin. Ja. Und normal Ventil, ja? Ja. Ja, ganz sicher. Ist das hier französisch? Das ist französisch. Gib her, hol dir selber hin, da hinten. Genau. So einfach ist das hier. Genau. Ja, aber ich hab den Chef nur selbst. So. Ja? Who got the camera? Anouk! Ist das ein 28er? Nuki Nuk, ach Luben, ich hab die Stimmen vertauscht. Du hast dich gerade angehört wie Anouk. Wir haben Pony geschnitten. Na okay, am Pony hätte ich sie jetzt erkannt. Nick mit Papa. Skadi? Du. Tag. Guten Tag, Illuminator. Kochst du dir was? Hallo. Skadi. Hallo. Hallo, Skadi. Hat's geregnet? Ja. Super für die Blumen, oder? Ich war oben und habe an meinem Leben gearbeitet. Ja, die kommen schon heimgehen. Mäzi ist im Katzenhimmel. Tschüss bei all den anderen Katzen, Hunden, Ameisen, Tretrollern. Mann, die eigentlich. Gucken wir mal, ob Herr Müller wirklich arbeitet. Oh, Scheiße, er arbeitet. Aber ist eigentlich. Ich mach hier ein Hollandrad. Ey, da musst du nicht dazwischen hüpfen. Da bin ich sowieso schon die Stadt. Ja, wollte ich gerade sagen, er ist eigentlich nur am Fluchen. Ja, vor allem Kettenschluss. Ja. Kannst du Zigaretten drehen? Hast du Bock? Ja, kann ich machen, wirklich. Kannst ja. Du Ketten drehen? Mal, auch gegen meine Religion, aber mach ich trotzdem. Oh, cool. Gib mal her hier. Da bastelst du eine. Ja, hast du? Ich hab schon da, guck mal. Was. Achso, ich hab mitgebracht. Schick war. Oh, tolle Knöpfe. Ja, kannst du die, achso, Antikknöpfe, den Schmuck, lieber. Gibt es auch welche, die so billig aussehen, aber wertvoll sind? Weil die einfach aus einem Stück bei diesem Anschlagstecken bleibt. Und weil die jetzt halt so einen Gang vorher schon stoppt, ich habe das Gefühl, das ist halt irgendwann der Zug da aus daher. Keine Ahnung. Dann würde ich mir das mit angucken können, aber ich glaube. Es ist die beste erkennst du. Wow. Also unten, das ist ja noch nicht so genial. Viel. Danke. Ja, mal schauen, ob das genial ist. So, ey, die Runde ist ja da. Ich könnte eigentlich nochmal, wenn du erlaubst, also wenn ich komme, dann musst du sozusagen bereit sein, die Kamerafahrt. Perfekt. Ja, und man könnte auch den großen Bogen fahren. Ich hab schon wieder vergessen, dass sie da ist. Ich ja, super. Du wirst auch rot bekommen. Nee, weil ich hab damit so ein bisschen meine Probleme. Ja. Nee, ich hab das auch weiß. Ich hab's immer so
ich habe das wirklich weitaus, wie soll ich sagen, nee, ja, hinterfragt. Also das ist keine Wegwerfware, oder? Eigentlich ist das, wenn ich den ganzen Tag diese Tonne suche, weiß ich nicht, wohin ich meinen Müll schmeißen soll, ja? Achso, die Tonne oder die andere, die übliche Müll? Die ganz normale. Ja, schon wieder. Ah, habt ihr keinen Holler dran? Holler. So, falls ihr den Laden noch nicht kennt, liebe Zuschauer, und Schild runter, lecken in den Tisch. Das ist richtig teuer wahrscheinlich. Cola-Werbung oder Pepsi oder was? Entschuldigung für die Kameraführung. Ich weiß, das macht Kopfschmerzen oder was anderes auch. Also. Dann machen wir noch ein paar Kamerafahrten. Ich tippe auf Kiste mit Coca-Cola, trink Coca-Cola. Nichts passiert! Goldstaub. Ja. I guess it's Goldstaub. Lucky Number 7. Alter. Ja, irgendwann sasse wie es. Dann geht das richtig runter. Das Zeug. This is Pan Am Boarding Music. Von Friedrich Lichtenstein. Also hier Legal Disclaimer, oder wie das Zeug heißt. Au, der Beweis vergangener Freuden. Oh, guck mal. Hat er inzwischen abgehangen? Ist es soweit? Wie heißt er? Bruce Willis? Ah, nee, hier, na komm schon, nee, Waterworld, nee, ist ja auch nicht Kevin Costner, Brian Ferry. Mann, ihr wisst schon, ich meine, ja, umstritten, ja, wirklich umstritten. Schönes Wort, ne? Wow, fällt mir der Name nicht ein. Tiefe Schuhe? Auch schon 80.000 Jahre. Dafür braucht man nicht mal eine Eselsbrücke. Schon gar keine, die sich reimen täte. Die Gansonen, ja, das war bestimmt das Felgenband hier. Und das ist so ein fetter Reifen.
krasse Rollanträder. Die ist doch nicht mal antiplatt, wa? Aber das wird ja, hast du sowas schon gesehen, wie dick das ist, das da mal reingeflogen. Das ist heftig. Ja. Den Schulter ist echt krass, wa? Du, ich sag mal, du. Ja, eine Hohlkammer? Ja, das sieht alles so aus, ne? Ich hab drinnen lang gefühlt und war nichts, ne? Nicht. Ich schätze, das war wirklich das Felgenmantel. Ja.